Mal, was ich ja auch noch erwähnen wollte, das Thema Farmen. Wenn man eine Farm platzieren will, dann sieht man in der Infobox da unten, was da wirklich angebaut werden kann. Also man sieht hier in unserem Startgebiet. Wächst hauptsächlich Kürbis. Die anderen Sachen. Also weder Cabbage noch Korn wachsen hier wirklich vernünftig. Also yield nur pur. Deswegen könnten wir hier höchstens Kürbisse anbauen, wenn wir das wollten. So hier in dem Bereich. Mit einer kleinen Kürbisfarm. Oh, sie breiten sich langsam in die Richtung aus. Das ist gut. Wir haben aber keine Möglichkeit, hier direkt über den Berg zu kommen, sehe ich gerade. Das ist natürlich mal wieder unpraktisch. Wir kommen nicht über die Berge drüber. Wir kommen gerade mal außen rum. Wir können aber mal gucken, was kann man hier anbauen. Ah, hier sieht man. Best und gut. Lachs ist pur hier in der Location. Gucken wir mal, wo könnten wir. Hier gibt es Raspberries, also Himbeeren und Porcini, also Pilze. Hier könnten wir sogar irgendwo Flachs abbauen. Genau, wir könnten den Flachs von den Nachbarn klauen. Aha. Das hier ist ein bisschen doof, dass wir nicht über diesen Pass hier drüber kommen. Also ja, scheinbar wurde auch alles bis zu diesem Pass eingenommen. So, errichten wir mal unsere Schmelze, für die wir hier keinen Platz haben. Ach, das ist doof. Heißen wir erstmal kurz hier die Straße ein. So. Haben wir jetzt Platz für diese Schmelze hier? Natürlich nicht. Gut, dann kommt die Schmelze halt auch hier vorne hin. Oder hier oben gegenüber vom Tools Workshop. So. Spitzhacken hätten wir. Ja, Spitzhacken haben wir noch genug. Wir wüssten halt jederzeit,
Werkzeuge selber in Auftrag geben, wenn wir welche bräuchten. Ja, die Vorräte vor unserem Schiff, die leeren sich langsam auch immer mehr. Ja, unsere Bergarbeiter sind gerade ziemlich voll. Ja, wir wollten uns außerdem um Rationen kümmern. Das haben wir nämlich auch noch keinen Provisioner. Den errichten wir auch hier drüben. Und ja, ich werde hier wohl eine Kürbisfarm errichten. Also eine Vegetable Farm. Die bauen wir hier so hin. Und sage ihr von vornherein, sie soll nur Kürbisse. Hier sieht man übrigens, wo welche Sache am besten wächst. Also best ist Fertile für Kürbisse. Aber Grasland, wo wir hier sind, ist auch best, okay. Cabbage wächst in Grasland nur pur. Dafür wächst es in Mossy am besten. Ja, mit Mossy können wir hier nicht dienen. So, und jetzt müssen wir Felder errichten. So. Das sollte reichen. 8 und 6, 14 Felder. Und sobald die Kürbisse angebaut haben, tun wir die im Markt dann zur Verfügung stellen. Und man sieht, der Provisioner ist schon mal ein bisschen voreingestellt. Also er benutzt lieber Heringe statt Trouts, um daraus Rationen zu machen. Weil man sieht, aus einem Brot macht er 3 Rationen und das ohne Feuerholz. Aus Wildschweinfleisch und Feuerholz macht er 4 Rationen. Aus Rabbit Meat und Feuerholz 2 und aus Hering und Feuerholz 3. Also Trouts und Deer Meat sind dann doch eher für die Sachen hier. Und wir haben auch genügend Nutritious Meals hier im Angebot für unsere Arbeiter. Also unsere Bergarbeiter. Gut, in der Schmelze wird gearbeitet. Wir haben nur noch keine Eisenbahnen zur Verfügung. Also nee, in der Spätze wird nicht gearbeitet, die wird ja noch gebaut. Okay, ich nehme alles zurück. Also egal, was wir machen, wir kommen hier nicht hoch drüber. Es ist echt unpraktisch. Wir haben dafür Kohle entdeckt.
Was wir immer noch nicht entdeckt haben, ist hier der Handelsposten. Deswegen sage ich dem mal, sie sollen in die Richtung erkunden. Wie sieht eigentlich unser Feuerholz so aus? Ja. Geht so. Könnte halt einem Woodcutter sagen, er soll nur Feuerholz produzieren. Allerdings muss ich auch halt immer aufpassen, dass ich den Wald nicht komplett rode, weil sonst die Tiere verschwinden würden. So, ich denke mal, unsere Farm, ja. Beginnt. Oh, hier hat sich's, hier sind alles nur Heringe drin. Während sich die Trouts hier sammeln. Werde ich also noch zwei Marktställe dann brauchen. Damit auch die Pumpkins und die Trouts gelagert werden. Und vielleicht auch mehr Tische. So. Und die Schmelze nimmt ihre Arbeit auf. Sehr gut. So, da die Benutzung von Eisen schalten wir ab. Wir machen das nur mit Kupfer. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch hier Kupfer abbauen. So, jetzt müssen wir nur eine Straße durch den Wald finden. Hier könnten wir eigentlich dann doch noch mal zwei Häuser hinbauen. Also vor den großen. Softwood Beams und Cutstone haben wir ja genug. So. Man merkt hier einen leichten Warenstau. Der wird sich aber mit der Zeit auflösen. Es liegt jetzt nur daran, weil die Gebäude neu sind und mit Waren versorgt werden müssen. Da, man sieht's, es legt sich jetzt langsam. Der Marktstall wird schon wieder mit Fleisch gefüllt.
Gut, die Anzahl unserer Grenzsteine nimmt wieder zu. Also könnten wir hier auch wieder weiterarbeiten lassen. Wir könnten hier einen Forager richten, theoretisch. Der uns doch versorgt. Mit Beeren und Pilzen.